Hallo, ich bin's Alena. Heute gibt es ein Update, wie es in unserem Flur im Obergeschoss aktuell aussieht. Und ich kann dir versprechen, es ist ein ganz schönes Durcheinander, denn mein Mann ist sehr, sehr fleißig, was den Trockenbau angeht. Und auch hier in der anderen Ecke ist ein bisschen was passiert. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß mit diesem Flur-Update von unserem Haus. Und ja, dann würde ich sagen, legen wir los. Katastrophal aus. Ich drehe dich jetzt einfach um. Und zwar ist mein Mann hier bereits soweit fertig mit dem Vortrockenbau, wo ja dann unsere Wäschekammer reinkommt, samt der Tür, die jetzt auch endlich die richtige ist, denn das war auch eine ganz lustige Geschichte. Diese Tür wurde bei Obi gekauft. Mein Mann hatte extra gesagt, er braucht für diese Maße einen Türrahmen und auch ein Türblatt. Und das falsche Türblatt wurde uns eingepackt. Das heißt, er ist den ganzen Weg nochmal nach Wittenberg gefahren und hat das Türblatt ausgetauscht. Wie du sehen kannst, spielen wir hier gerade mit der Dämmung. Mit Trockenbau hoch 10. Und was mich jetzt auch zu diesem ganzen Gekrümel und Staubzeug bringt und überhaupt und sowieso. Und da habe ich etwas zugeschickt bekommen, was ich dir natürlich noch schnell vorstellen möchte. Ich habe den neuen Akkustaubsauger von Redkey, den P9, zugeschickt gekriegt. Er hat 2600 Megaampere, einen Wechselakku, duale HEPA-Filterfunktion und natürlich auch eine Wandhalterung. Das Tolle ist, er hat eine 30 kPa hohe Saugleistung, 8-in-1 Staubsauger, kabellos mit LED-Bürste. Also ich sehe den Dreck jetzt auch, was ja mit 40 schon mal nicht schlecht ist. Im Eco-Betrieb auf der niedrigsten Stufe mit 15.000 Saugungen reicht er dann bereits für 60 Minuten, auf der mittleren für 20.000, da sind wir dann bei 25 Minuten und auf der hohen Stufe, so wie ich ihn jetzt gerade habe, da reicht er für ca. 15 Minuten. Gerade mit unserem Hund und so unserem Baustaub ist der echt eine Erleichterung. Selbst aus diesen fiesen Matten kriege ich die Ründerhaare super raus. Ich habe danach keinen Dreck, keine Krümel, keine Steinchen mehr und das ist wirklich sehr, sehr schön. Darüber freue ich mich natürlich wahnsinnig. Der Staubsauger verfügt über eine 5-Schicht-Präzisionsfiltersystem. Das heißt, dass die Partikel, die vom Hochleistungsgeschwindigkeitszyklon eingeleitete Zentrifugalkraft abscheidet und eine Feinstaubfilteraktion oder Ration hat von bis zu 99,99%. Das Tolle ist, der Filter ist waschbar und ihr kriegt da noch einen zweiten mit dazu. Das Geniale ist, auch bei den Prime Days ist der nämlich auch im Angebot, was mich super freut und was richtig klasse ist. An den Prime-Tagen vom 11.07. bis zum 12.07. kostet er nicht mehr original 159,99, sondern nur noch 135,99. Da packe ich dir aber selbstverständlich alle Links direkt unten in die Videobeschreibung. Wenn du also so wie ich einen Akkustaubsauger brauchst, damit du deine Treppen und deine Baustelle sauber kriegst und wie du siehst, es fliegt da drin wirklich wahnsinnig rum und was der nicht alles, also die Hundehaare, die Katzenhaare, den ganzen feinen Baustaub und sogar kleine Steinchen und auch Holzstückchen hat der wirklich ohne Probleme mitgenommen. Der hat natürlich auch eine ganze Menge an noch wunderbaren Zubehör, das möchte ich dir natürlich auch gleich noch zeigen. Koda ist, wie du sehen kannst, absolut begeistert von diesem Staubsauger und ich auch, denn jetzt kann ich endlich wieder super sauber mein Haus saugen. Vor allem im oberen Stockwerk und auch unsere wunderschöne enge Treppe runter, die im Flur zu sehen ist und der ist wirklich göttlich. Hier siehst du das ganze Zubehör, der zweite Filter, eine ausführliche Bedienungsanleitung und dann haben wir noch diverse weitere Aufsätze, unter anderem eben auch den Aufsatz für die Matratzen oder auch für das Sofa, was hier absolut immer wieder gut gebraucht wird. Gerade auch wegen den Hundehaaren und auch sämtliche Ecken und Kanten kann ich super sauber mit dem Ding endlich wieder sauber kriegen. Ach, eine wahre Freude. Und du glaubst nicht, wie froh ich bin, wieder einen Akku-Staubsauger zu haben, den ich dann, wenn hier oben alles weggeräumt ist, hier oben auch nutzen kann, der dann auch durch die waschbaren Filter wirklich super ist, um diesen ganzen Kleinkram hier wegzusaugen. Und dafür bin ich wirklich mehr als dankbar. Das Treppengeländer haben wir hier soweit schon dicht gemacht. Das bleibt auch so. Es kommt dann hier oben nur noch eine Verstrebung hin, dass uns hier keiner drüber fällt. Weil das Ganze, ich weiß nicht, ob du es erkennen kannst, geht mir gerade mal, also hier ist meine Hüfte, hier ist das Treppengeländer und das ist dann wirklich so
ja, eine Handbreit über dem Knie und das wäre fast zu tief. Auch hier hat mein Mann schon ganz fleißig für unseren Lichtbereich, weil wir ja hier im Flur sonst die Treppe sehr, sehr dunkel haben, haben wir uns entschieden, auch hier mit Trockenbau auf der gleichen Höhe, wie es hier ist, praktisch eine Verstrebung zu machen. In diese Lücken kommt dann das Plexiglas rein und unser Füllmaterial lebt, wie mir scheint. Du bist eine Matz, Madame. Okay, alles klar. Wenn sie reinkommt, kommt sie auch wieder raus. Also hier wird Plexiglas eingesetzt, damit wir hier einfach noch mehr Licht haben. Und dann kommt auch hier oben drüber so eine schöne Verstrebung. Die Ecke für die ganze Kabellage. Der Elektriker soll jetzt am heutigen Tage bzw. am Samstag kommen. Wenn du dieses Video am Montag siehst, war er hoffentlich schon da und hat sich hier hinten um die restliche Elektrik gekümmert. Dann können wir das hier nämlich auch schön verkleiden mit Trockenbau. Koda, Blödsinn! Hey, und mein Mann möchte dann hier in die Ecke ein altes Motorrad stellen, was er auch sehr gerne machen darf. Jetzt fragst du dich wahrscheinlich, warum hier ein Trockenvorbau gemacht wurde und warum hier ein Spiegel hängt. Mein Mann war ganz fleißig, ich weiß jetzt nur nicht, in welche Richtung er das montiert hat, weil, jetzt muss ich nur gucken, das hat er mir natürlich, okay, den hat er davor gehängt, der ist also noch nicht fertig befestigt. Denn das soll zum Aufmachen sein. Das ist noch ein ganz, ganz alter Spiegel. Da werden wir den Rand anschleifen und auch in Anthrazitgrau streichen oder vielleicht sogar in Weiß. Das wissen wir noch nicht. Und hier hinter befindet sich nämlich der Sicherungskasten für das komplette Obergeschoss. Damit wir hier noch eine kleine Abstellfläche haben, ne? Wir hatten einen Kompromiss, mein Mann und ich. Er kriegt hier oben sein Motorrad hin in den Flur, was er gerne haben möchte, wenn er hier etwas baut, wo diese hübsche Töpfpflanze dann drauf kommt. Und das hat er getan, samt Trockenbau. Und natürlich möchten wir das Ganze hier hinten eben einfach auch dann dämmen, dass das alles passt, dass das alles ordentlich und vernünftig aussieht. Und wenn wir nicht diesen jungen Mann hätten, der das mit dem Füllmaterial macht, oder eben auch Olivia, die mittlerweile schon aus der Füllwatte wieder rausgekrochen ist, dann würde das da hinten auch nicht einzeln und lose rumfliegen. Vielen lieben Dank, unsere lieben Haustiere, sondern wäre intakt. Aber gut, ne? Da hätte mein Mann auch dran denken können, dass wenn er da hinten schon die Füllwatte hinmacht, dass es dann clever wäre, gleich eine Trockenbauplatte davor zu stellen, damit unsere lieben Haustiere nicht mit der Füllwatte zu spielen anfangen. Was ich auch noch machen möchte, jetzt in den Sommerferien, dazu gehen wir mal schnell ins Schlafzimmer. Ich hoffe, es ist einigermaßen aufgeräumt. Ja, es ist aufgeräumt, das ist schön, ich mache hier mal das Rollo hoch, denn mein Mann macht ja jeden Morgen das Bett, aber vergisst immer das Rollo, ist dann tatsächlich hier nochmal nachstreichen. Also das sind so Sachen, ne, komplett nochmal die ganzen nicht so schön, na, stell scharf, nicht so schön gestrichenen Ecken einfach nochmal nachstreichen. Genauso wie diesen Verbund hier, den wir ja schon längere Zeit uns angeguckt haben. Hier hatte ich ja Gipsfaser davor gemacht. Ich sehe, es reißt hier jetzt auch nochmal. Das ist natürlich nicht so schön. Das heißt, ich muss hier nochmal mit Gewebeband spachteln, trocknen lassen. Und der Riss ist aber wirklich nur hier an diesen Hardcore-Stellen nochmal wiedergekommen. Ansonsten hat er nämlich tatsächlich echt aufgehört, was mich sehr freut. Und dann haben wir da unten noch einen kleinen Riss und das ist eine Massagepistole zum Rückenmassieren. Das machen mein Mann und ich uns immer ganz gerne gegenseitig, weil wir teilweise so verspannt sind durchs Bauen. Und hier unten haben wir eben auch noch einen Riss und dann gehören hier hinten die ganzen Acrylkanten gezogen. Also das ist etwas, was ich dann tatsächlich jetzt in den Sommerferien anpacken will, weil wir dann eben oder weil ich dann eben nicht mehr das Problem habe, rein ins Auto, Kind zur Schule fahren, raus ins Auto, hier nach Hause und dann das gleiche nochmal am Nachmittag. Und so kann man dann eben wunderbar, oder so kann ich dann eben wunderbar, die ganzen To-Do-Listen abarbeiten. Und dann sind eben auch mal solche Sachen dran, weil jetzt ist es endlich Sommer. Koda, Blödsinn, der würde sich auch unter die Folie quetschen. Also das ist ein Knilch, ich sag's dir. Naja, auf alle Fälle kann ich dann eben diese ganzen Kleinigkeiten auch erledigen. Und was mir noch ganz wichtig ist, gerade im Schlafzimmer und auch im Kinderzimmer sind endlich die dämlichen Fliegen getan, die Fenster zu tackern.
damit uns die Mücken nicht mehr so zerstechen. Also lustigerweise haben wir es bei uns im Schlafzimmer weniger mit Mücken, aber dafür Liam. Und ich finde das immer so traurig, wenn es mein armes Kind immer so zersticht. Drum haben wir da ja einen Mückenstecker, den ich dann abends, bevor er ins Bett geht, schnell eine Stunde vorher einstecke. Und wir schlafen alle bei gekippten oder auch sogar offenem Fenster mit runtergelassenen Rollos, weil wir sonst gar keine Luft im ungedämmten Dachgeschoss kriegen. Und ja, Fliegengitter steht auch ganz oben auf meiner To-Do-Liste. Ich freue mich wahnsinnig, wirklich wahnsinnig über den Akkustaubsauger. Denn wie du weißt, hat meiner ja den Geist aufgegeben und war dann irreparabel kaputt. Koda, meins. Blödsinn. Komm, geh ab. Danke. Was der Hund nicht alles findet. So, das lege ich jetzt schnell mal ins Bad. Da gehört es natürlich hin, ne? Ins Bad, ja, ja. Und genau, da möchte ich mich darum einfach auch kümmern. Und ich bin wirklich sehr, sehr dankbar und sehr froh über diesen Akkustaubsauger. Denn mit dem Kabelstaubsauger diese wunderschöne Treppe zu saugen, war auch jetzt mal mehr als nur bescheiden. Weil hier oben haben wir noch den Mehrfachstecker, weil, wie du siehst, noch keine intakten Steckdosen. Und hier unten haben wir ja dann die weitere Steckkabeltrommel samt Klingel und Steckdose, weil immer noch ein Lichtschalter, ein alter. Wenn ich hier jetzt drauf drücke, tut sich eben gar nichts. Und ich hoffe, dass wir das dann auch gebacken kriegen und dass wir dann da endlich vorankommen und dann den ganzen Kabelverhau hier oben einfach mit Decke abhängen, dann fertig kriegen. Ja, ich hoffe, dir hat das Video, das kleine Update am Montag gefallen und für alles Weitere lasse ich dir natürlich einen Link zu dem Akkustaubsauger da, wie du gesehen hast, weil gerade bei den Fußmatten und bei einem Langhaarhund und Katzen und Baustaub ist der wirklich, wirklich klasse, weil er eben auch die Hundehaare mitnimmt, sich nicht groß um die Bürste unten verheddert, also wirklich gar nicht. Und auch wirklich jeden kleinen Kriesel, Staub und auch sämtliche kleinen Steinchen aufsaugen kann. Da findest du alles Wissenswerte und alle Informationen unten nochmal in der Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns am Mittwoch wieder mit einem neuen Video. Bis dahin. Tschüss, deine Alena.